Mit der Katalognummer 1409 und der Losnummer 72 führte uns Herr Hans Fiedler seinen Xardo von der bösen Nachbarschaft vor. Die Streife nach dem Helfer zeigt der Hund sehr schwungvoll. Stellen und verbellen in der Anfangsphase etwas stabiler dabei. Da macht er einen kleinen Dreher, verbellt dann an sich druckvoll, lässt sich gut abrufen. Bei der Flucht, die wird zielstrebig verheitelt, allerdings hier im Griff verhalten in der Fülle. Mehr gewünscht, da ist er etwas knapp, lässt ab, beobachtet sehr gut. Bei der anschließenden Abwehr geht er direkt in den Helfer. Hier zeigt er optimales Griffverhalten vom Anfang bis zum Ende der Kampfphase. Er lässt ab. In der Endphase könnte er etwas besser bannen. Rückentransport ist in Ordnung. Überfall des Rückentransports sehr zielstrebig geht er in den Helfer. Zeigt hier sehr gutes Griffverhalten vom Anfang bis zum Ende. In der Endphase so etwas stabiler im Aussein. Da hat er eben seinen kleinen Dreher da immer drin. Das Einholen wird sehr zielstrebig gezeigt, sehr gutes Griffverhalten dabei, lässt ab, beobachtet sehr gut. Bei der anschließenden Mutprobe geht er direkt in den Helfer, auch hier im Griff in Ordnung. Nach dem Ablassen am Anfang etwas stabiler in der Ausphase und sehr wuchtig, der Seitentransport in Ordnung, vorzüglich 96.